Das ist Tobi. In unserem letzten Video zeigte er euch, wie man ganz einfach coole Armbänder aus Rubberloops herstellen kann. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man seine selbstgemachten Armbänder noch aufpeppen kann. Die Antwort? Rubberloops Charms. Einen Anhänger anzubringen ist ganz einfach. Biege die Metallöse mit den Fingern auf und hänge ihn so an die Schlaufen deines Armbands. Wie aber werden solche Charms eingearbeitet? In diesem Fall wird das Armband in zwei Teilen gefertigt. Der erste Gummi wird durch die Öse des Charms und dann auf die Arme des Werkzeugs geschoben. Fahre fort, als würdest du ein gewöhnliches Fischgrätarmband herstellen. Nach dem halben Armband arbeitest du einen Verschluss ein. Drehe das Armband um und schiebe einen Gummi durch die andere Öse des Charms. Fertige die andere Hälfte des Armbands und schließe es. Lust auf mehr? Wenn du wissen willst, was man noch mit Rubberloops machen kann, klicke hier für weitere Videos.